Ach, der geht in die Spielhalle, weil der will gern reich werden. Der will reich werden in der Spielhalle, ja, weil ja schon so viele dort Millionär geworden sind. Die waren vorher Milliardär und sind dann Millionär geworden in der Spielhalle. Dann sagst du ihm, ja, denkst du, du wirst glücklich durch Disco, durch Party, durch diesen ganzen Schrott? Wirst du da glücklich durch? Gib ihm reelle Beispiele. Denkst du, wirst durch Ruhm glücklich? Denkst du, wirst durch Geld glücklich? Denkst du, wirst durch Party glücklich? Denkst du, du wirst durch diese ganzen Sachen, durch Musik glücklich? Dann zeige ich dir jetzt mal welche, die in dieser Sache den größten Erfolg erlebt haben. Whitney Houston. Meinst du, du wirst mehr Geld kriegen als Whitney Houston? Was hat die für goldene Schallplatten und Preise? Und hast du nicht gesehen, Top-Schall in der Charts auf Nummer 1? Kinofilme, Riesenkonzerte, wo, was weiß ich, 80.000 Menschen kommen und ausrasten. Meinst du, die war glücklich? Die war heroinabhängig. Diese Beispiele müsst ihr bringen. Britney Spears. Ja. Oops, we did it again. Achi, da haben alle gedacht, boah, guck mal, was die Erfolg hat. Die hat Party. Die hat Männer, die hat Konzerte, die hat Geld, die hat Ruhm ohne Ende. Genau das, was du dir wünschst. Und wo ist sie heute? Geisteskrank. So, Britney Spears, hier, wie hieß die eine da? Mariah Carey, Selbstmordversuche. Hier, David Hasselhoff, Bruder, so viele Leute, die am Ende sind. Die so viel Ruhm erreicht haben, die so viel Geld erreicht haben, die sind am Ende fertig mit der Welt. Deswegen denke nicht, du könntest auf dem Weg des Satans glücklich werden. Das ist eine Illusion. Und jetzt, du kannst ihm auch noch was anderes sagen. Schau dich mal in deiner Umgebung um. Bruder, 100%. Hundertprozentig. Ich gebe euch die Garantie. Oder sagen wir lieber 99%. Wenn ihr euch jetzt umguckt in eurer Umgebung, in eurem Umfeld, in eurer Familie, in eurer größeren Familie, da ist garantiert einer, mindestens einer, der in diese ganze Dunja kaputt gemacht hat. Bruder, mir fallen sofort Leute ein. Sofort. Drogenparty und so, wie sie das kaputt gemacht hat. Bruder, Leute, die früher mit mir so enge Freunde waren, die sehe ich nach Jahren wieder, sind die Zähne aus am Fallen von, am Ausfallen von den ganzen Drogen. Leute, mit denen ich zusammen auf Gebäude geklettert bin in der Kindheit, heroinabhängig. Warum? Nur wegen dieser Ideologie. Ey, Mann, wir leben nur einmal. Und wenn ich nicht glücklich, wenn ich lebe, ich will mein Leben nutzen. Das heißt, ich brauche den Kick. Ich lebe doch nur einmal. Party. Ey, und damit ich bei der Party richtig gut drauf bin, schmeißen wir uns mal die Pillen rein. Ju, ju, ju. Und dann sind wir gut auf. Ja, ich kenne mich gut aus, ne, denkst du dir gerade, ne? Ja, ich weiß, wie das funktioniert. So. Und was ist am Ende? Kaputt. Kaputt. Ach, ihr Leben kaputt. Familie kaputt. Alles Schrott. Spielhalle. Bruder, alle diese Wege, die Allah verboten hat. Ach, der geht in die Spielhalle, weil der will gern reich werden. Der will reich werden in der Spielhalle. Ja, weil ja schon so viele dort Millionär geworden sind. Die waren vorher Milliardär und sind dann Millionär geworden in der Spielhalle. Ja, Pleitegeier. So, Drogen kaputt gemacht. Frauen, guck mal, Frauen. Da denkt dann jeder, ja, okay, aber eine Freundin. Ja, Freundin, guck mal, wie viel die Freundin kaputt gemacht hat. Kurzer Spaß, 20 Jahre Stress am Hals. Ja, ist so. Du, das ist die Realität und das musst du denen klar machen. Das muss man den Leuten klar machen. Das ist jetzt gerade nur das, was ich kurz zusammenfassen wollte. Weil man braucht einen Plan. Worüber möchte ich mit jemandem reden? Ja, worüber möchte ich mit dem reden? Tauhid und Schirk. Um ihm das mit auf den Weg zu geben. Gebet. Folgen des Propheten. Und dass die Glückseligkeit nur durch den Islam kommt. Im Diesseits und im Jenseits.